Grüße. 25.09. haben wir heute. Es ist passiert. Ich war gerade mit meinem Kumpel im Krümel spazieren. Wie immer. Ich laufe draußen. Ich wohne ja am Bahnhof in Niederdorf. Wir laufen unsere Ringe. Und ich laufe über den Bahnsteig so nahe und hinten hier zwischen den Sträuchern. Weil A wird immer gespäht. Der Hund muss scheißen. Dieser Kratzen bescheiden. Ich laufe heute dort rein. Stehen zwei Flüchtlinge dort. Wie ich dort um die Ecke biege, springt da eine völlig apathisch ins Gleisbett rein. Krallt sich Haufen Steine, labert irgendwas auf Arabisch, noch irgendwas mit Soldier oder so, kann ein anderes Wort gewesen sein, ich habe es ja verstanden, bleibt im Gleisbett stehen und steht dort mit seinen Stehen. Dann kommt der Zug noch von Chemnitz raus und da waren auch zwei Flüchtlinge drin. Einer ist da drinnen geblieben, der andere ist rausgekommen, da haben die auch schon ein bisschen gebrüllt und dann kam der zu denen zurück und da zum Handy greifen und war eine ganz bescheuerte Situation, ich sprang mit dem Hund dort. Und auf einmal kommen welche dann von unten an, es waren im Endeffekt 9 Mann, ruckzuck waren die von der Flüchtlingsunterkunft in Niederdorf da. Habe ich auch währenddessen nur geschrien, kamen ein Kumpels von mir vorbei. Und dann war das eine Situation, der Arthur war zum Beispiel noch mit, da ist dann beschwichtigend auf die Zugang, was denn hier das Problem ist, weil einer von uns, sag ich jetzt mal, mit einem Hund abends spazieren geht, das müsst ihr euch mal reinziehen. Und da wollte einer eine Flasche nach uns werfen, da ist wiederum einer von den Flüchtlingen dazwischen gegangen, da die Flasche nennen weg. Wir dachten, es wäre eine Bierflasche, eine volle, in der er sich mitgenommen hat. Nein, er ist mit einer leeren Weinflasche dorthin gekommen. Und dann war das so draußen, Stubabuhu, und eine sehr aufgebauschte, Wahnsinn, die Situation, sowas habe ich noch nicht erlebt. Wie Menschen so schnell aggressiv werden können, wie ruckzuck aus dieser Flüchtlingsunterkunft in Niederdorf 6 Mann dazugekommen sind. Die 2, die mit dem Bahn, oder mit dem Zug, denke ich mal, wegfahren wollten, weil sie standen hier am Bahnhof. Ich weiß ja nicht, was sie sonst dort gemacht haben. Ansonsten, ich stehe nur am Bahnhof, wenn ich, wohin fahren will, und die sind dann auch mit weggegangen. Stellt euch das mal vor, stellt euch mal vor, ihr geht abends mit dem Hund spazieren. Das ist euer Gassi-Ringel und plötzlich, nur weil ihr dort spazieren geht mit eurem Hund, springen irgendwelche Idioten ins Gleisbett, bedrohen euch, wollen euch mit Steinen bewerfen, greifen zum Telefon und ruckzuck steht eine Horde von Menschen hinter euch. Also es ist eine Situation, wo ich ganz ehrlich sagen muss, schlimm, dass es in Niederdorf so weit gekommen ist. Und morgen ist Gemeinderatssitzung, 19 Uhr, es gibt wieder eine Bürgerfragezeit und da werde ich das auch ansprechen, weil das kann absolut nicht sein. Zumal, wenn man bedenkt, wie ruckzuck die 6 da waren, die sie angerufen haben, werden die natürlich auch mit dementsprechendem Temperament, zumal sie noch eine leere Weinflasche dabei hatten, aus der Unterkunft rausgestürmt sein. Die sind dann, wo sie weggegangen sind, haben sie unten nochmal kurz Halt gemacht, haben irgendwas am Zaun gemacht. Ich habe da mal nachgeguckt, da haben sie dann die ganzen Steine hingelegt, die sie noch einstecken hatten, wo wir oben diskutiert haben. Also Leute, passt auf, wenn ihr unterwegs seid, geht nicht alleine raus, so blöd wie es klingt, und ja, schließt euch zusammen, redet mit anderen Menschen, WhatsApp-Gruppen, Webseiter, denke ich alle drinnen, vor allen Dingen regional, und wenn irgendetwas komisch ist oder ihr euch bedroht fühlt, guckt, dass ihr Leute rankriegt. Also das war gerade eine Situation, und ich sag mal, wir sind gestandene Kerle, aber die waren von 0 auf 180 ruckzuck. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich spreche es morgen auf jeden Fall an zur Gemeinderatssitzung und ich sage euch Bescheid, was rausgekommen ist. Lasst euch nicht islamisieren und denkt immer dran, Heil Merkel!